Praxis, Ethik und Philosophie. Der freie Wille. Das ist Lilly. Beim Frühstück steht sie vor der schwierigen Entscheidung, ob sie gesundes Obst essen soll oder doch lieber einen leckeren Schokoriegel. Sie entscheidet sich für den Schokoriegel. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Sie beginnt ein wenig zu grübeln. Hätte sie sich in dieser Situation auch anders entscheiden können? Oder stand diese Entscheidung bereits vorher fest und Lilly wusste es nur nicht? Ist sie in ihrer Entscheidung überhaupt wirklich frei? Hat sie einen freien Willen? Der freie Wille spielt für den Menschen und unsere Gesellschaft eine zentrale Rolle. Wir gehen davon aus, dass der Mensch Kraft seines Willens sein Handeln aktiv steuern kann. Aber wir wissen auch, dass wir ständig bestimmten Einflüssen unterliegen. Aus irgendeinem Grund hatte Lilly beim Frühstück einfach mehr Lust auf etwas Süßes. Vielmehr noch, die Gesetze der Physik zeigen uns, dass es kein Ereignis ohne Ursache geben kann. Das heißt, dass aber doch auch unsere Entscheidungen durch bestimmte Ursachen beeinflusst werden müssen. Und diese Ursachen müssen wiederum eigene Ursachen haben. Dieses Konstrukt der Verkettung von kausal verbundenen Ereignissen bezeichnet man als Kausalkette. Ob der Mensch über einen freien Willen verfügt, ist ein zentraler Aspekt der Ethik und Anthropologie. Dies führt uns zu zwei philosophischen Positionen, den Determinismus und den Indeterminismus. Der Determinismus geht davon aus, dass wir völlig äußeren Einflüssen unterliegen. Wir sind sozusagen in all unserem Tun determiniert, vorherbestimmt. Wir unterliegen als Mensch auch den Gesetzen der Physik und damit den Gesetzen der Kausalkette. Daraus folgt, dass wir keinen freien Willen haben. Freie Entscheidungen gibt es nicht und sind nur eine Illusion. Der Indeterminismus geht davon aus, dass wir keinen inneren oder äußeren zwingenden Einflüssen unterliegen, die unser Handeln bestimmen. Scheinbar gibt es also den freien Willen. Aber wie kann der Wille unser Handeln aktiv beeinflussen, wenn es laut Indeterminismus genau solche Einflüsse eigentlich gar nicht gibt? Also ist auch beim Indeterminismus kein freier Wille möglich. Der freie Wille ist eng mit dem Konzept der Verantwortung verbunden. Nur wenn ich eine Entscheidung frei treffen konnte, kann ich hierfür auch verantwortlich sein. Aber wie können wir einen Mörder für sein Handeln verantwortlich machen, wenn es doch scheinbar keinen freien Willen gibt und er sein Handeln nicht aktiv beeinflussen konnte? Unser gesamtes System von Strafe scheint also keinen Sinn zu machen. Du hast noch Fragen? Dann schaue dieses Video einfach nochmal von vorn oder suche im Internet nach weiteren Websites. Natürlich kannst du auch nochmal deinen Lehrer fragen.